Ja, herzlich willkommen bei Wobla. Ist ein bisschen spontan alles. Es hätte eigentlich noch jemand anderes da sein. Das ist minus 10 Grad Celsius, eine Cosplayerin, die aber leider krank ist. Und dann sind wir heute gefragt worden, ob wir hier spontan möchten, den Workshop in Anführungszeichen übernehmen. Und das werden wir auch gerne machen. Das heisst, wir haben hier oben, also dort, Kameras, wo dann die Feinarbeiten von Pablo werden zeigen. Mein Name ist Robert Belle. Ich bin der Hauptimporteur von Wobla in der Schweiz. Wir haben das Material letztes Jahr dürfen kennenlernen an der Switzerland, auch hier in diesem Gebäude. Und auf das haben wir dann angefangen, die Ware zu importieren und sind jetzt zwischenzeitlich eben Hauptimporteur für das Material namens Wobla. Wobla sind mehrere Sachen, also hat mehrere Bereiche. Es ist einfach, Wobla ist der Überbegriff, wo man so sagt. Wobla kommt von der Firma Cast for Art aus Deutschland und hat fünf verschiedene Produkte. Das eine wäre mal das ganz normale, in Anführungszeichen, Wobla, wie man es kennt, das ist Wobla Finest Art. Das Material ist ein thermoplastisches Material. Das soll heißen, das Material wird mittels Heißluftföhn aktiviert. Das ist eigentlich eine ganz stabile Geschichte. Wird mittels Heißluftföhn erwärmt. Und dann, wenn dann das Material 80, 90 Grad erreicht hat, kann man dann das mittels normalen Hand- oder sonstigen Werkzeug dann nachher in Form bringen. Und das bleibt dann nachher auch in dieser Form. Das heißt also, wir aktivieren das Material mittels Temperatur, also mittels Heißluftföhn. Und wenn dann nachher das Material abgehalten ist, was in der Regel zwischen 2 bis 3 Minuten dauert, je nach Dicke, je nach Formbarkeit, die man da möchte machen, halte ich das Material eigentlich immer schnell die Form. Kannst du mal ein bisschen draufblasen, dann geht es ein schneller. Genau. Genau. So, es ist ja so, das Material wird natürlich sehr heiß beim Verarbeiten. Viele arbeiten auch mit Händchen. Ich selber und auch der Pablo, wir arbeiten gerne eigentlich mit der Hand direkt am Material. Oft habe ich dann noch so ein Kessel in der Nähe, wo ich das Material einfach schnell ins Wasser rein tue, wenn ich Sachen schnell muss in Form bringen, was jetzt einfach bei filigranen Sachen sicher eine Hilfe ist. Das Wobla Finest Art hat jetzt einen neuen Bruder bekommen. Das heisst Wobla Black Art. Das Wobla Black Art hat genau gleiche Eigenschaften wie auch das Finest Art, das man im Markt grundsätzlich schon kennt. Der Vorteil von diesem Material ist, es ist wesentlich glatter. Und der Vorteil ist auch der, dass das Material für zum Bearbeiten viel, viel länger weich bleibt. Gut, was ist jetzt ein Vorteil, was ist ein Nachteil? Das können wir nachher gerne ein bisschen ausprobieren hier. Wir haben dann dort auch Tisch noch vorbereitet. Weil ich werde sicher nicht eine Stunde hier vortragen, sondern eigentlich aufs Wesentliche. Und dann können wir dann eigentlich probieren und schauen, wie euch das Material zusagt. Die Materialien werden, nachdem sie in Form gebracht worden sind, werden die dann nachher grundiert. Grundieren macht man normalerweise, also wir machen das mit normalem Holzleim, wie das mit einem Pinsel dann grundiert. So kann man das Material sehr gut nachbearbeiten, man kann das sauber abschliffen. Und dann durch das Abschliffen kann man dann nachher mit der Grundierung fortfahren oder dann mit ganz normalen Acryllackfarben dann nachher auch färben. Könntest du mir die Armschiene bringen? Der Vorteil von diesen Materialien ist der, man kann das in Verbindung bringen mit verschiedensten Materialien. Das heisst, es ist nicht nur für Cosplay, sondern es geht eben auch darum, dass man das Material auch sonst zum Bauen kann brauchen. Wir haben zum Beispiel einen Modellbauer, der tut beim Eisenbahnen tut er seine Landschaften, macht er mit der Wobla Finest Art. Das heisst, er bringt das Zeug in Form und tut dann dort nachher die Rasen, Bäume, bla 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 und so weiter dort anbauen. Und das, hat er gesagt, geht mit diesem Material viel, viel einfacher, weil es halt sehr, sehr viel leichter ist. Mit dem Black Art macht man dann eher filigrane Sachen, wo man dann wirklich die Verzierungen direktiv machen kann. Das heisst, also ich kann also wirklich mit dem Wobla Finest Art grobe Formen machen, wo ich wirklich sage, ich brauche da etwas Robustes, wo man da machen kann. Und da schafft man dann mit der sogenannten Sandwich-Funktion. Also Sandwich heisst, um wirklich etwas robust anzukriegen, damit es auch wirklich eine gewisse Stabilität hat, tut man mit Moosgummi arbeiten.
wir jetzt, es gibt verschiedene Sachen, es gibt den Plastazote, den man hier nehmen kann, es gibt Iva-Foam, den man nehmen kann, aber am günstigsten ist eigentlich grundsätzlich das Moosgummi, das kriegt man in jedem Baumarkt oder natürlich bei uns, bei Wobla in der Schweiz. Die Sandwich-Funktion ist, man tut die untere Schicht vom Wobla mal erhitzen, macht dann nachher das Moosgummi drauf, tut dann nachher eine zweite Schicht Wobla vorbereiten. Auch die wird dann dementsprechend erhitzt. Auch hier wird das jetzt wieder aktiviert. Weil das Geniale an diesem Material ist grundsätzlich das, dass das Material klebt in sich. Das heisst, um Sachen miteinander zusammenzufügen, zu ergänzen oder auch einfach nur in Form zu bringen oder in Stabilität zu bringen, brauche ich nicht noch eine Heißluftpistole oder ich brauche nicht noch irgendwie Leim oder Zementit oder irgendetwas. Sondern ich tue die zwei Sachen miteinander erhitzen. Das Material wird aktiviert, es wird zusammengedruckt. Und genau, in Form gebracht, je nachdem, wie viel Detail das man will jetzt in dem Sandwich-Bereich. Und so kann ich sehr, sehr einfach die zwei Materialien zusammenbringen. Wenn jetzt die Kamera würde auf die Hände gehen, wäre das super. Die sind am Schlafen. Auf alle Fälle sieht dann das super aus, wenn es noch nicht zusammen ist. Weil der Vorteil ist wirklich der, wenn man den Ränder abschneidet, was im warmen Zustand natürlich wesentlich besser geht als im kalten Zustand, hat man schon einen fixfertigen Rand, wo man dann direkt so anpassen kann, ohne dass man es hier noch irgendwie etwas daran verbessern oder ergänzen muss. Achso, hier hinten. Entschuldigung. Dankeschön. Okay, okay, ja, das ist gut, es ist Ton, das ist Ton. Jetzt ist alles, ja, Bern ist alles ein bisschen verdreht, ich merke das. Auf jeden Fall der Vorteil ist es von diesem Material, ich kann jetzt wirklich die Doppelschichtigkeit machen, um wirklich die Stabilität für das Material anzubringen, um dann eben Rüstungsteile damit zu bauen, jetzt speziell für Cosplay. Sei das jetzt Brustpanzer, sei das jetzt Schulterschoner, sei das für Ellenbogen oder Unterarm, wie es eben auch in diesem Prinzip, wo man da wirklich mit der Sandwich-Funktion eine sehr hohe Stabilität angebracht hat. Da ist auch Moosgummi dazwischen und der Vorteil ist auch der, da kann man dann direktiv auch noch im LED-Bereich damit arbeiten, indem man da wirklich die Kabel drinnen sauber versorgen kann. Und das Ergänzen von diesem Material geht dann eben weiter, indem man sagt, okay, wir tun das hier noch mit Harz arbeiten. Das ist Epoxidharz, das wird gegossen. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Formen zu machen. Aber das ist dann sicher im zweiten, dritten, vierten Schritt. Wenn ihr hier Fragen dazu habt, dann dürft ihr gerne zu unserem Stand überkommen. Dort helfen wir definitiv. Beim Cast for Art, die ja das Ganze entwickelt haben, die haben sich natürlich noch weiter Gedanken gemacht. Vor allem, wenn es eben um solche durchsichtige Sachen geht. Wir haben Visier, wo man immer in Form bringen muss. Wir haben sehr viele Science-Fiction-Cosplayer, die immer das Problem haben, wie mache ich jetzt das mit dem Visier, weil das in Form bringen oder man erhitzt und so weiter, dann sind die meisten PVC-Sachen nicht wirklich brauchbar. Man baut sie an, sie brechen aus und so weiter. Und da gibt es dann eben seit letztem Winter dann auch das Wobla Transpa Art. Das Transpa Art sieht eigentlich aus wie eine ganz normale PVC-Folie, ist aber auch thermoplastisch. Das heisst, das Material kann ich im Prinzip genauso in Form bringen, wie die anderen beiden Materialien, die ich schon erklärt habe. Das Finest Art und das Black Art. Und das Transpa Art, ich lege es hier an, da sieht man es ein bisschen. Ups, bis es schlecht wird. So. Das Transpa Art hat also wirklich die Eigenschaft, auch hier, ich tue das mit einem Heißluftföhn in Form bringen und kann das dementsprechend speziell jetzt für Visier oder für irgendwelche Rubinen und so weiter einzuarbeiten, kann ich dann mit dem Transpa Art machen. Das heisst, ich kann eine Grundform nehmen, kann dann die Grundform nehmen, kannst du irgendetwas nehmen? Irgendetwas nehmen, aber da. Ja, ja. Man kann im Prinzip eine Grundform nehmen. Auch hier wieder das gleiche Prinzip vom Schnittmuster. Ich tue ein Schnittmuster vorbereiten und tue dann das dann übertragen. Was man es hier einfach mal so macht, das Schnittmuster hat er jetzt gerade ausgeschnitten. Er tut jetzt eigentlich das Transparat in Form bringen und das wird dann eigentlich sehr glibberig und weich. Und nur schon allein durch die Aktivierung jetzt hier wird es so weich, dass ich dann das wirklich kann, über den Gegenstand, den ich möchte in Form bringen, gerne kann auftragen
Und das kann ich dann auch in Verbindung machen, jetzt mit dem Transparent oder mit dem Blackguard, wo man dann wirklich das miteinander kombinieren kann, weil auch das Material, das klebt in sich. Auch da brauche ich kein Leim, ich brauche keine Heißleimpistole, nichts, sondern das Material hält in sich. Da kann ich jetzt zum Beispiel einen Stein nehmen oder ich habe irgendwie in einem Bastelcenter, kann ich jetzt irgendwie einen Edelstein kaufen, kann dann den 5, 6, 7 mal abformen. Dann nehme ich zum Beispiel einen Glitzerlagerlack, Nagellack, tue das von innen her anmalen und tue dann eine LED hinter drin, tue die auftragen bei mir auf meiner Rüstung und habe dann eigentlich so sehr, sehr einfach einen Artikel, den ich dann so produzieren kann, in der Art und Form, wie ich es dann eben brauche. Das ist natürlich jetzt eben Epoxidharz, könnte aber jetzt genauso aus Transparent gemacht sein. Zusammenspiel von diesen Materialien hat eigentlich die Basis und das ist das DecoArt. Das Material ist, das sind Perlen. Die Perlen, machen wir hier ein paar drauf, damit man das noch sieht. Die Perlen, sind auch thermoaktiv. Das heisst, wenn es darum geht, dass ich für ein Material kleine Verzierungen muss machen oder irgendwie kleine Figürchen oder irgendwie Herzchen oder eine Blume oder irgendwie eine Ranke oder irgendetwas will machen, da schaffen wir dann eigentlich dann eben mit diesen Perlen. Und diese Perlen sind auch thermoaktiv, indem ich die in ein Behältnis mache. Ich tue dann die dementsprechend auch mit dem Heißluftföhn erhitzen. Du willst noch ein paar mehr? Gibst du mir noch ein paar? Ja, ich gebe dir noch ein paar. Okay. Ja, wir sind ein bisschen grosszügig. Ja, ja. Da, voilà. Die werden auch mit dem Heißluftföhn erhitzt. Und auch die reagieren dann auf Temperatur, thermoplastisches Material. Und das Material ist auch teilweise Basis von dem Material, das wir hier haben, vom Finest Art, von Blackguard, nein, von Blackguard nicht, Entschuldigung, von Finest Art vor allem. Und wenn ich dann das Material erhitze, dann wird das so leicht kristallin und so eine Glibbermasse, wo ich dann eigentlich wie eine Knetmasse nachher kann, in Form bringen kann. Leider auch sehr heiß. Das ist ein bisschen die Herausforderung. Darum darf er das machen und nicht ich. Aber genau, dafür, ja. Dafür mag ich ihn umso mehr. Ich mache es einfach noch ein bisschen mit dem, genau. Und es ist leider so, dass wenn ich das nachher in Form gebracht habe, bleibt es dann nachher nicht durchsichtig, sondern es wird wieder matt. Der Vorteil aber von diesem Material ist, ich kann es jetzt so in diesem Zustand direkt in Form bringen oder auch einfärben. Das heisst, man könnte jetzt hier auch einfach Kristallharzlack, Acryllackfarbe nehmen, dort gerade drin reindrücken, dann nachher in Rollen formen. Und anhand von dem kann man dann das Material auch direkt in Form bringen. Das heisst, man kann Flügel daraus machen, eben kleine Totenköpfe, solche Sachen. Also wenn ihr wirklich Spielereien auf einer Rüstung seht, dann ist das eigentlich in der Regel mit diesem Material. Und es sieht einfach Fäden wie in einem Ohr. Und spürt eigentlich gerade, sobald eigentlich das mit den Fäden aufhört, dann hat es genau die richtige Konsistenz, um sie eben auch zu verarbeiten. Es ist einfach scheiss heiß. Das ist die einzige Herausforderung. So ist es auch mit dem Transparent. Das Transparent braucht auch eine höhere Temperatur, um in Form gebracht zu werden. Aber auch hier behält es dann eben nachher auch die Form, die man dann dementsprechend auch gegeben hat. Hier kann er jetzt zum Beispiel eben gerade so einfach nur einen Kristall formen. Wir haben vorhin auch eine Rüstung gesehen, also ein Cosplay gesehen, wo die ganzen blauen Teile gesehen sind. Da ist eigentlich das meiste mit Harz gemacht gewesen, aber eben auch mit Deco-Art-Perlen. Und die kann ich jetzt eigentlich in Form bringen. Wenn Sie den Finger. Das ist ja ein Vorführeffekt. Es ist scheiß wie Sau. Es ist wirklich. Es ist scheiß Material. Also ich hasse es, aber es ist einfach ein cooles Material. Der Vorteil ist wirklich, dass man kann es schon einfärben, wenn es dann nach einer In-Bearbeitungstemperatur ist, kann ich dort auch gerade direkt den LED eindrücken und man kann es dann eigentlich so dann direkt auch auf die Rüstung dann verarbeiten. Ja, es ist einfach heiß. Und wenn ich dann das wirklich dort habe, dann kann ich das eigentlich direkt irgendwie noch einmal auf ein Transparentstück drauf machen, indem das Warbler, danke, das feine Start, auch zuerst erhitzt nicht, damit die Oberfläche dann wieder sich aktiviert, für das, dass man wieder etwas Neues drauf macht. Also, hey, hallo, ich bringe dir etwas. Und wenn denn das eigentlich erhitzt ist, kann man dann den Kristall, den Wurm oder die Made oder was dann auch immer sein soll, dann dort draufdrucken.
Und auch das Material braucht also keine weiteren Zubehör, sondern das haftet direkt auf dem Transport. Und das ist eigentlich die Haupteigenschaft, was Cast for Art ausmacht, dass alle Materialien in sich miteinander befestigbar sind. Das heisst, ich brauche keine zusätzlichen Materialien. So. Yay! Super. Als nächstes haben wir dann eben noch das Black Art. Beim Black Art ist ein Weger so, das ist einfach noch ein bisschen mehr für filigrane Sachen. Könntest du da Drachen bringen? Beim Black Art ist wieder das gleiche Prinzip wie auch beim Finest Art. Wir tun das aktivieren mit dem Heißluftföhn. Es zeigt leider keine Temperaturveränderung an, wie jetzt beim Finest Art. Beim Finest Art merkt man anhand von der Farbe, was eben für eine Temperatur das es hat, um es dann auch noch zu verarbeiten. Beim Black Art merkt man es wieder einfach leicht wellig. Und dann durch das Wellige weiß man, okay, gut, ich kann es jetzt verarbeiten. Der Vorteil von Black Art ist das, ich kann es wesentlich länger verarbeiten. Ich kann also wirklich Sachen sehr, sehr intensiv in kleine Formen hineinbringen. Also ich zeige dir das hier etwas zum Beispiel, das hat auch vorher noch gemacht. Also da kann man dann wirklich sehr, sehr filigran damit arbeiten, um dann wirklich Detailsachen zu machen. Und es gibt auch schon x Tutorials von Cosplayern, wo wirklich ganz, ganz kleine, feine Sachen gemacht haben. Wir haben auch bei uns am Tisch so einen Brustpanzer gemacht aus Black Art mit ganz, ganz filigranen, kleinen, feinen Sachen. Das ist einfach der Vorteil von diesem Material, weil es bleibt länger weich. Wenn es dann aber ausgehärtet ist, hat es genau die gleiche Härte wie auch das normale Finest Art. Und auch hier ist wieder das mit der Ergänzung. Man kann also die drei Materialien alle zusammenführen, beziehungsweise vier mit dem Transparat, wo man dann die kann nutzen für Cosplays oder eben für andere Hobbys, wo es ums Gestalterische geht. Yay, ihr könnt es verbinden, genau, dass man es wirklich sieht mit den drei Möglichkeiten. Könntest du mir noch das Blackout-Bubi bringen? Der Vorteil von diesem Material ist auch beim Blackout jetzt im Speziellen, wenn ich das in Form bringe, es behaltet die Dicke im Unterschied zum Finest Art. Danke vielmals. Und das Prinzip ist eigentlich das, wenn ich jetzt hier etwas in Form bringe, wo es eben muss wirklich rund sein, dann auch eine, bleibt das Material gleich dick. Das heisst, beim Finest Art ist die Gefahr immer gewesen, dass wenn man das nur einschichtig irgendwie über eine Rundform gebracht hat, was halt meistens eben für Bubis gedacht ist, dann ist die Gefahr gewesen, dass es eben springt oder kaputt geht. Darum hat man meistens zwei Schichten genommen, so kann man das wirklich super abdrucken, ohne dass das Material auseinandergezogen wird und nicht dünner wird. Beim Black Art ist der Vorteil, das Material hat eine ganz andere Dichte und kann somit einmal, also ohne dass ich es doppelt nehmen muss, kann das also direkt so in runde Form gebracht werden. Wir haben das auch hier mehrere Materialien drauf. Wir haben das hier das normale Finest Art draufgeklebt, wir haben das Black Art draufgenommen und auch ein neues Material, das es gibt in der Schweiz, das nennt sich Cosplay Flex. Das haben wir auch noch drauf. Das ist ein ähnliches Material eigentlich wie das ganz normale Finest Art. Ist auch ein deutsches Produkt, gibt es noch nicht so lange. Einfach ein Ergänzungsmaterial, das es einfach gibt in der Schweiz. Ja, das ist eigentlich so etwas. Das ist so die Basis vom ganzen Warpline-Prinzip. Also ich meine, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zum Sagen. Wir von Warbler Schweiz sind eigentlich dafür bekannt, dass man bei uns eben kommt, ausprobieren kann. Und dass man bei uns eben so typisch Grabstore-mässig, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dafür kommen. Wir haben hier einen Heißluftföhn, wir haben da noch einen Stand, wo wir auch noch zwei Plätze haben, wo wir gerne das Material ausprobieren dürfen. Stellt uns Fragen, so viel ihr wollt. Wir hoffen, wir können auf alles Antwort geben. Und wenn nicht, gibt es Google, dann finden wir das auch noch raus. Danke vielmals fürs Zuhören, für das zahlreiche Erscheinen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß an der Swiss Tour und an der Switzerland. Danke vielmals. Viel Spaß.